Es ist wohl schon jetzt eine der traurigsten Nachrichten im Jahr 2020. Schauspiellegende Josef Hannes Schläger erliegt am 20. Januar mit nur 57 Jahren seinem Krebsleiden. Seine letzten Tage hat der Rosenheim-Kopfstar in einem Hospiz verbracht, wo dieses letzte Foto entstanden ist. Nun ist es jedoch an der Zeit, Abschied zu nehmen. Bei einer öffentlichen Zeremonie am Münchner Ostfriedhof erweisen dem TV-Urgestein neben seiner Familie auch Weggefährten und Freunde die letzte Ehre. Mit emotionalen Trauerreden gedenken unter anderem Münchens Ex-Oberbürgermeister Christian Ude und Schauspielkollege Max Müller ihrem geliebten Freund Josef. Über 400 Folgen stehen Max Müller und Josef Hannes Schläger gemeinsam für die Krimiserie Rosenheim Cops vor der Kamera. Aus Kollegen werden schnell Freunde. In einem emotionalen Interview gegenüber bunte.de spricht Max Müller mit rührenden Worten über seinen Weggefährten Josef. Eine Freundschaft kann man nicht beschließen. Man kann nicht sagen, komm, jetzt sind wir Freunde. Das ist oder es ist eben nicht. Und bei Josef und bei mir war es das halt. Geprägt von sehr großem Respekt und sehr viel Vertrauen. Für Max Müller geht mit Josef Hannes Schläger ein enger Vertrauter von ihm. Der 54-Jährige erzählt im Interview weiter vom Kennenlernen der beiden und schwelgt in Erinnerungen. Ja, also das Kennenlernen war schon wirklich ein ziemliches hohes C. Wir haben uns wirklich von Anfang an so unglaublich gut verstanden. Und das hat sich auch, und das habe ich besonders lieb, unser Zusammenspiel. Also wenn wir wirklich, also wenn Corbinian und Michi, wenn da halt beratschlagt wird oder wenn wir halt unsere Cocolores gemacht haben, also das habe ich schon sehr, sehr lieb. Doch leider heißt es nun Abschied nehmen. Bereits ein halbes Jahr bevor Josef Hannes Schläger verstorben ist, hat er seinen Freund Max gebeten, auf seiner Beerdigung eine Rede zu halten. Doch damals wollte der Österreicher der harten Realität noch nicht ins Auge blicken und hat bis zum Schluss gehofft. Ebenso wie Josef selbst. Ich habe mich auch keinen Tag, bevor er gestorben ist, vorbereitet für das. Ich habe jeden Gedanken, jedes Mal, ich sage, okay, wie könntest du das sagen? Ich sage, du, sag mal, er lebt noch, hallo? Ich habe nicht darüber nachgedacht. Doch jetzt ist es traurige Gewissheit. Max Müller erinnert sich mit einem Schmunzeln zurück an die letzte Begegnung mit seinem Freund Josef. Das letzte Mal war tatsächlich mit Herrn Ude und mit seiner Frau. Und dann sind wir halt gesessen, jeder hat ein Bier getrunken. Und dann hat Josef gesagt, komm, mach ein Foto. Foto gemacht. Und das war's. Und dann haben wir die Woche darauf haben wir halt ganz viel telefoniert noch und so und geschrieben. Auch Schauspielkollege Florian Stadler nimmt an der Trauerfeier teil. Die beiden verbindet ebenfalls eine langjährige Freundschaft. Wie bleibt Josef Hannes Schläger ihm in Erinnerung? Er war einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, das können die besser beschreiben, die jetzt die Reden gehalten haben. Aber ich erinnere mich halt einfach, oder so habe ich in Erinnerung, in der Zeit, wie wir damals halt am Theater gespielt haben. Das war immer... Auch wir hatten da Vormittagsvorstellungen, der war einfach immer voll da, immer eine Wucht, hat immer alles ausgespielt, war immer präsent. Es war einfach Wahnsinn, mit welcher Energie und mit welcher Kraft der jede Vorstellung gespielt hat. Und wir hatten da auch sehr intensive Szenen und das war einfach, war ein Wahnsinn, ein Wahnsinnstyp einfach. Josef Hannes Schläger hat im Leben vieler einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch wenn der Schauspieler von uns gegangen ist, wird er doch im Herzen in besonderer Erinnerung weiterleben.